Ladet euch diese Datei auf keinen Fall herunter, denn wir bekommen ein komisches neues Minecraft-Spiel. Das Ganze ist ein Virus. Damit wir das Spiel spielen können, müssen wir unser Antivir-Programm deaktivieren und erst dann funktioniert das. Und das hier passiert, wenn wir Error 422 starten. Wir können das Spiel nicht mehr verlassen, wir können nicht in den Multiplayer gehen, wir können nur eine Singleplayer-Welt erstellen. Und wir sehen, in dieser Version ist wirklich nichts normal. Unsere Herzen und unsere Hungerbalken glitschen die ganze Zeit herum. Unser Spiel kann durch Error 422 gecrashed werden. Das komplette Video gibt's auf meinem YouTube-Kanal zu sehen.